Heute gucken wir uns an, was GitFlow ist und warum jeder von euch es nutzen sollte. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bringen wir euer Git-Game aufs nächste Level quasi. Und zwar richtet sich dieses Video nicht an euch, die noch nie in ihrem Leben mit Git gearbeitet haben. Ich werde in diesem Video Git zwar grob erklären und ja, versuchen zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, allerdings werde ich nicht darauf eingehen, was ein Commit ist, was ein Branch ist, was ein Merge ist und wie dieses ganze System an sich funktioniert. Dazu habe ich Videos in der Vergangenheit gemacht, die sind auch immer noch aktuell. Git hat sich seitdem nicht wirklich verändert. Und wir werden heute anhand von GitHub uns ansehen, wie ihr GitFlow für euer Projekt, auch euer kleines Homepage-Projekt oder so, wirklich effektiv nutzen könnt und was es mit der Methodik von GitFlow damit auf sich hat. Diese Methodik ist nämlich branchenübergreifend relativ wichtig und weit verbreitet. Man sollte wissen, was hinter dem Namen steckt und man sollte auch wissen, wie man es einsetzt und vor allem, wie man es auch für sich adaptieren kann, auch wenn man kein Riesenteam hat, sondern nur alleine an seinem kleinen privaten Portfolio arbeitet oder an irgendwas Kleinem. Ansonsten, ja, werden wir damit direkt loslegen. Falls ihr Fragen zu diesem Video oder zu anderen Themen habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung ganz oben einen Link zu Discord, joint der Community, sagt Hallo oder quatscht einfach mit anderen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! Als erstes sollten wir die Frage beantworten, was GitFlow eigentlich ist. Und das beste Beispiel hierzu ist einfach, GitFlow ist ein Framework, das die Arbeit mit Git in Teams unterstützen soll. Es ist weder richtig noch falsch und kann von jedem Team so angepasst werden, wie es das Team für richtig hält. Aber was genau bedeutet das für uns, wenn wir damit arbeiten wollen? Es gibt in der Regel immer einen sogenannten Master bzw. Main Branch. Dieser sollte nach Möglichkeit immer stable sein und keinen experimentellen oder nicht funktionsfähigen Code beinhalten. Dafür haben wir einen zweiten, einen sogenannten Develop Branch. In diesem Develop Branch hat man bzw. haben die Entwickler die Möglichkeit, einzelne Features zu entwickeln und auch nicht funktionsfähigen, also experimentellen Code zu hinterlegen und gemeinsam zu sharen. Das grundlegende Vorgehen ist also immer, es gibt einen Master und einen Develop Branch. Die gesamte Entwicklung wird in dem Develop Branch durchgeführt und anschließend in den Master Branch gemerged. Hierzu erstellt sich jeder Entwickler einen neuen Feature Branch, meistens wird der mit Feature, Slash und dann der ID des Tickets oder des Issues markiert und hinzugefügt. Auf diesem Branch arbeitet er, erstellt Commits und verändert den Code. Natürlich gibt es auch viele Feature Branches bzw. Features, die kleiner sind und schon abgeschlossen werden. Das heißt, wenn ein Entwickler den Status erreicht hat, dass sein Code fertig ist, dann stellt er einen sogenannten Pull Request an den Develop Branch. Dieser muss in der Regel gereviewt werden von Senior- oder Lead-Developern und wenn die zustimmen, dann wird das Ganze gemerged und im Anschluss der Feature Branch gelöscht, sodass nicht das Repository mit alten Branches zumüllt. Wenn alle Features für eine neue Version, ein neues Release abgeschlossen sind, dann erstellt man einen sogenannten Release Branch, der wird meistens mit Release Slash und dann der Versionsnummer beschrieben und auf diesem Branch wird in Zukunft getestet. Das heißt, dort werden Bugfixes erstellt, geguckt, was funktioniert, was nicht und es werden gegebenenfalls neue Branches erstellt für jeden Bug, den man findet. Und in dem Moment, wenn das passiert ist und alle Fehler behoben sind, dann wird das Ganze in den Main Branch gepusht. Auch hier muss wieder eine Review vorgenommen werden, das heißt, meistens sogar zwei Leute müssen zustimmen, dass alles fertig ist, dass alles getestet ist und dass es gemerged werden kann. Wenn das passiert ist, dann wird in der Regel noch eine Version, also ein Tag erstellt. Im Anschluss wird der Release Branch gelöscht und alle Branches, die aktuell existieren, ziehen sich den neuen Code und alle können weiterarbeiten mit ihren Aufgaben, je nachdem, was sie gerade zu tun haben. So, ich hoffe, ihr habt jetzt die grundlegende Funktionalität von GitFlow verstanden und warum es so praktisch ist, damit zu arbeiten. Aber wie schon gesagt, werden wir das Ganze heute exemplarisch an GitHub durchexerzieren. Das heißt, wir werden jetzt im Folgenden uns das Ganze mal ansehen. Wir werden einfach mal ein Git-Repository anlegen, wir werden dort ein bisschen Code erstellen, diesen Code an das Git-Repository pushen. Ich werde erklären, wie beispielsweise Feature-Branch, Staging und Merchen und dieses Ganze, was ich gerade ein bisschen angerissen habe, dieses ganze Verfahren, wie man das wirklich in live mal durchexerziert. Das werden wir jetzt, wie gesagt, einfach mal machen, damit man auch versteht, warum ein Git-Repository selbst für kleine Projekte unfassbar wichtig ist und vor allem, wie leicht es ist, das Ganze kostenlos nutzbar zu machen und auch jederzeit. Was heißt, ihr könnt einfach jetzt mit einem bestehenden Code-Stand auch dahin gehen. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich schwer und damit legen wir jetzt direkt los. So, los geht's mit einem kleinen Test und zwar habe ich hier GitHub offen, ich habe hier schon ein Repository erstellt. Ihr seht hier oben, das heißt Test, es gibt auch nur eine README-Datei, sonst nichts, es gibt einen Branch, allerdings schon zwei Issues. Wenn ich hier drauf drücke, sehen wir haben einmal ein Enhancement und einen Bug. Diese beiden werden wir uns gleich genauer angucken, aber als erstes gehen wir zurück auf Code
und legen uns einen neuen Branch an. Und zwar sagen wir Develop. Develop. So. Und sagen jetzt Create Branch Develop from Main. Das wollen wir jetzt machen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Branches. Einmal Main und einmal Develop. Und jetzt können wir hier oben auf Settings gehen und machen jetzt das Wichtigste, was ihr auch mit eurem Git Repository machen möchtet, wenn ihr umzieht aus einem bestehenden Codebase. Und zwar gehen wir hier auf Branches und sagen, wir möchten jetzt eine Branch Protection Rule etablieren und sagen hier Add Rule und sagen jetzt als erstes Main. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir haben Main, da wollen wir ein Review haben und zwar wollen wir, dass mindestens zwei Leute das Ganze bestätigen. Wir sagen, das Ganze muss immer aktuell sein, also up to date muss der Branch sein. Es soll linear sein und es sollen nur Signed Commits erlaubt werden. Das Ganze speichern wir jetzt ab und gehen hier auf Branches, haben jetzt hier, sehen auch currently applies to one branch und fügen eine zweite Rule hinzu und zwar Develop. Und ihr seht, wo das hingeht. Wir sagen wieder, es muss ein Review geben, aber hier reicht uns ein Review. Außerdem sagen wir, es soll up to date sein, es soll nur Signed Commits, es soll nur linear sein und createn das. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Auch hier sehen wir Applies to one branch. Gehen hier nochmal auf Branches und erstellen jetzt noch eine dritte und sagen hier Release, Slash und Sternchen. Das Sternchen heißt später alles. Was heißt, wenn ihr sowas hättet wie 1.0.0, würde das zählen. Was heißt, wir sagen jetzt hier Sternchen und machen das hier auch. Hier reicht uns auch ein Review und hier sagen wir, soll auch signed sein, soll auch require update sein, soll auch linear sein und erstellen das ebenfalls. Diese drei Rules, die wir jetzt hier erstellt haben, applyen oder die hier geht gerade auf keinen einzigen Branch und die schützen quasi unsere Branches vor quasi mutwilligen Commits, die eventuell nicht korrekt sind, die schädlich sind und so umgeht man jede Menge Fehler. Was heißt, dass sich drei Leute irren und Code committen, der irgendwie schadhaft ist, der irgendwie schlecht ist, ist relativ unwahrscheinlich. Ich habe auch Projekte gesehen, wo beispielsweise der Main Branch bei großen Open-Source-Geschichten bis zu 10 Leute das bestätigen müssen, bevor etwas auf den Main oder eine Release-Branch gemerged werden kann, damit man wirklich sicher geht, dass da niemand irgendwelchen Schadcode einpflegt. Aber genug dazu, wir gehen jetzt zurück auf Code und haben jetzt hier unseren Main-Branch. Wir wählen jetzt unseren Develop-Branch aus und sagen, hey, wir wollen jetzt hieran weiterarbeiten. Und was gibt es zu tun? Hier ist unsere To-Do-Liste quasi. Hier sehen wir, gibt es ein Feature. Demo-Feature mit der ID 1. Und das kann ich mir jetzt hier einfach zuweisen, dass ich daran jetzt arbeite, habe ich allen mitgeteilt, das wird auch hier hinterlegt. Und jetzt kann ich hingehen und sage, okay, dann wollen wir mal anfangen und bearbeite ich doch mal unsere README und sage, hier gibt es eine Erweiterung. So, jetzt habe ich meinen Code geschrieben, war jetzt natürlich richtig schwer und extrem anspruchsvoll, kann jetzt hier unten sagen, okay, fix. Zack, ich referenziere jetzt unseren Issue, also Raute 1 für die ID 1, unser Issue, was wir bearbeiten wollen und sage jetzt, okay, ich habe alles korrekt umgebaut. So, jetzt sage ich noch, ich möchte gerne einen neuen Branch erstellen, also ich möchte nicht direkt zu Main, das könnte ich auch gar nicht, da würde er mir einen Fehler anzeigen, sondern ich möchte einen neuen erstellen und zwar möchte ich jetzt hier gerne einen neuen Branch erstellen, den nenne ich Feature/Raute 1. Und kann das jetzt abspeichern und habe jetzt einen neuen Branch erstellt, den ich jetzt theoretisch direkt in mergen könnte, möchte ich aber gar nicht, sondern ich wähle jetzt einfach nochmal unseren Feature 1 aus. Habe jetzt hier meine Erweiterung, kann dann hier reingehen, arbeite zum Beispiel weiter, Tag 2, weitere Änderungen, Punkt. So, das Ganze kann ich jetzt wieder machen, Tag 1, musste noch etwas ändern. Das sollte natürlich später in irgendeiner Form relativ sinnvoll sein. Wir committen das jetzt einfach, dass es funktioniert. Was heißt, es ist jetzt auch vorgenommen. Wir haben jetzt zwei Commits auf unserem Feature-Branch. Wenn ich auf unser Issue gehe, hier auf das Demo-Feature, sehen wir auch meine beiden Commits, die ich gemacht habe, dass die hier aufgelistet werden. Und ich kann jetzt gucken, soweit ich bin jetzt durch die Beschreibung durch. Hier ist alles, habe ich alles richtig gemacht, alles funktioniert so, wie es soll. Dann gehe ich jetzt auf Pull-Request. Und hier oben kriege ich schon einen Hinweis, das würde ich meistens ignorieren, ich mache das meistens über einen New Pull Request, sage ich möchte etwas zu Develop mergen und zwar möchte ich nicht Main, sondern ich möchte mein Feature zu Develop mergen und sehe jetzt hier den Code, den ich geändert habe, alle Commits, die ich gemacht habe, wie viele Files, welche Kommentare es gibt, wer alles daran gearbeitet hat und ich sage, ja, das ist richtig, das habe ich alles korrekt ausgewählt, gehe auf Open Pull Request, habe jetzt hier Feature 1, kann jetzt hier zum Beispiel, hey, zack, ich bin jetzt der Einzige in diesem Repository, aber zum Beispiel einen Kollegen, kannst du dir das mal ansehen? Ist das so korrekt?
Das heißt, ich frage einfach mal nach, ob das so passt, ob man das mal ansehen kann. Kann hier zum Beispiel auch sagen, wer jetzt beispielsweise für diesen Pull Request zuständig ist. Wenn ich beispielsweise einen Senior habe, der mir zugewiesen ist oder ähnliches in der Richtung, dann kann ich das hier direkt machen. Ich sage jetzt aber, okay, erstellen wir einen Pull Request. In dem Moment sehe ich jetzt hier oben bei Pull Request eine 1 und ich sehe jetzt hier, okay, Johannes Schiel wants to bla 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 und dann develop from feature. Das heißt, hier wird jetzt aufgelistet, okay, ich brauche eine Review. Es gibt gerade niemand anderen im Review. Was heißt, ich sehe hier diesen OK-Button nicht, den es normalerweise geben würde, wenn ich nicht der bin, der den Pull Request geöffnet hat und sage hier, Merging ist blocked. Da ich aber Administrator bin, kann ich das Ganze umgehen, einfach direkt mergen. Das sollte man natürlich nicht tun. Das kann man auch in den Rules deaktivieren. Es wäre nur relativ blöd, eine Bestätigung zu haben, wenn ich alleine in einem Repository arbeite. Deswegen kann ich das jetzt nicht demonstrieren. Sage jetzt hier, okay, wurde korrekt gemerged und ich kann jetzt sagen, delete branch. Das ist ganz wichtig, dass man den deletet, weil sonst habt ihr bei dieser Vorgehensweise bei GitFlow sehr schnell hunderte Branches und das ist unübersichtlich. Und wir sehen jetzt hier unser Develop Branch, wenn ich den auswähle, sehen wir hier meine Änderung und wir sagen jetzt, okay, das war unser eines Feature, was wir hatten, das wurde jetzt korrekt gemerged. Wenn ich jetzt hier reingehe, sehen wir das auch, dass das hier nochmal aufgelistet wurde und zwar in unserem Fall in der ID 3. In unserem Fall ist das halt der Merge und das bedeutet, wir können jetzt hier hingehen und sehen ja zum Beispiel hier unter Issue, dass auch unser Feature komplett geschlossen wurde. Ne, das noch nicht. So, hier und jetzt können wir hier nämlich hingehen und sagen, wurde abgeschlossen. Hier könnte man jetzt natürlich noch sagen, passt alles, close with comment und damit ist unser Bug oder unser Issue geschlossen in dem Fall und wir haben nur noch unseren Bug hier. Jetzt heißt das, alle unsere Erweiterungen sind fertig. Wir können also hingehen und uns etwas Neues bauen. Und zwar gehen wir auf unseren Develop Branch und sagen jetzt, hier wollen wir gerne ein Release und zwar die 1.0.0 machen. Und sagen jetzt Create Release Branch vom Develop, weil in Develop sind hier unsere Änderungen. Habe jetzt hier meinen Release Branch und habe jetzt angefangen zu testen und gemerkt, hey, da ist ein Bug aufgetaucht. Den habe ich hier schon hinterlegt, das ist nämlich unsere Route 2. Und sehe jetzt, okay, Route 2, hier ist ein Fehler drin in unserem, hier ist ein Fehler drin, da muss ich jetzt was ändern und sage jetzt, okay, hier war ein Bug. So, das Ganze kann ich jetzt auch mit Fix Route 2 und sage jetzt hier, habe einen Fehler behoben und kann jetzt hier sagen, Bugfix, zack, Route 2, weil es ja die zweite ID unseres Issues ist, sage hier, möchte ich gerne hinzufügen. Hier kann ich jetzt automatisch mergen theoretisch oder jetzt einfach, wenn ich open a pull request, was heißt, ich habe das jetzt abgeschlossen, sage, ich habe den Fehler behoben. Und öffne jetzt einen Pull Request, komme dann auf dieselbe Seite wie gerade eben, muss auch hier wieder ein Review machen. Ich übergehe das jetzt wieder als Administrator. Das Ganze wurde jetzt wieder gemerged, was heißt, wir sehen, wurde gemerged. Ich lösche meinen Bugfix Branch, habe hier mein Issue. Unser Issue hier wurde jetzt auch wieder hier unten aufgelistet, dass alles korrekt funktioniert hat. Hier kann ich jetzt wieder eine Beschreibung machen. Ich close das jetzt einfach. Damit sind alle unsere Issues fertig. Unser Code hat hier in Release den neuesten Stand, den wir haben. Was heißt, hier sehen wir, dass der Bugfix ist drin, unsere beiden Änderungen des Feature Branches sind drin und ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt in den Main, gehe auf Pull Request, New Pull Request und sage, ich möchte jetzt gerne mein Release in mein Main reinmergen. In dem Fall sage ich jetzt auch hier Create Pull Request, schreibe hier wieder einen Kommentar, kann wieder jemanden verlinken und so weiter und so weiter. Create Pull Request und habe jetzt hier wieder meine Übersicht und jetzt hier steht halt, okay, zwei Leute müssen das jetzt bestätigen, dass du hier rein mergen kannst. Wie gesagt, ich bin Administrator und gehe das jetzt und merge das einfach rein. So, das Ganze haben wir jetzt hier drin und in dem Moment, wenn ich das jetzt da reingemerged habe und wir hier oben auf Code gehen, sehen wir, dass es jetzt unser Main ist. Wir haben hier unsere Änderung drin. Wir haben aber noch immer unseren Release Branch, den habe ich gerade vergessen zu löschen. Das heißt, ich muss da nochmal reingehen und sage jetzt hier, der ist merged, den brauche ich nicht mehr, der ist protected. Das erklärt, warum ich das nicht löschen konnte. Das heißt, hier habe ich einen Fehler drin. Allow deletions. So, was heißt, jetzt kann ich das Ganze auch löschen. Ich kann jetzt hier hingehen und sehe jetzt hier, okay, das Ganze kann gelöscht werden. Zack, ist fertig und wir haben jetzt unser Main mit allen Änderungen
Und ich kann jetzt hier quasi sagen, okay, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Ich gehe jetzt auf Tags, sage, ich möchte ein neues Release erstellen. Sage zum Beispiel, das heißt so wie unser Release, Demo, und kann das Ganze jetzt hier Release erstellen. Habe jetzt hier ein neues Release mit allen Infos. Hier sollte man natürlich deutlich ausführlicher alles beschreiben und auch deutlich besser das Ganze ein bisschen definieren. Und wenn ich jetzt hier im Code bin, sehen wir haben hier ein Release. Hier an der Seite wird das auch nochmal aufgelistet, unser Release. Und wir können jetzt quasi weiterentwickeln auf unserem Develop-Branch, wenn wir unseren Main in unseren Develop reingemerged haben, und weitere Features entwickeln. Also so kann man vorgehen, so funktioniert das Ganze mit GitHub. Es funktioniert aber auch mit GitLab, Bitbucket und so überall genau identisch. Die Buttons sind ein bisschen anders verteilt, aber sonst ist das alles mehr oder weniger ziemlich gleich. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unter der Videobeschreibung auch jede Menge Social Netzwerke, wo ihr einfach mal Hallo sagen könnt, oder Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel supportet. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.